Nächste Rednerin, die Budget- und Finanzsprecherin der NEOS, Karin Doppelbauer. Herr Präsident, Herr Finanzminister, Hohes Haus. Ja, Herr Finanzminister, Sie haben uns gestern sehr ausführlich, den Abgeordneten hier in diesem Haus, das Budget, den Vorschlag für 2023 vorgestellt. Und ja, ein paar Dinge finden wir gut. Kluge Standortpolitikmaßnahmen wie die Transformation der Energiesysteme. Das ist etwas, wo wir natürlich mitgehen und unterstützen. Aber ansonsten ist es halt wieder eine ganz böse Mischung aus Struktur, Konservativismus und aus Koste es, was es wolle. Und die Geschichte, die Sie uns gestern erzählt haben, diese Geschichte, diese schöne Geschichte mit Treffsicherheit von der Zukunft, vom sorgsamen Umgang mit Steuergeld, ja, das ist halt leider einfach nur eine Geschichte, denn die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Applaus 2021, 18 Milliarden Euro minus. Obwohl wir 17% mehr Steuereinnahmen hatten und ein Wirtschaftswachstum von 4,6%. 2022, das Jahr ist noch nicht vorbei, aber die Prognose ist 23 Milliarden Euro minus im Budget. Wirtschaftswachstum ist 4,7% wahrscheinlich, so ist es prognostiziert. Aber wie gesagt, wir wissen es ja noch nicht ganz genau und was dann letztendlich rauskommt. Und 2023 geht es genauso weiter, 17 Milliarden Euro Schulden sind vorgesehen. Ich fasse zusammen, sprudelnde Steuereinnahmen. Und das Einzige, was wirklich großartig war, ist das Geld ausgeben. Bis 2026 werden wir fast 400 Milliarden Euro Schulden angesammelt haben. Es ist fatal und das ist unverantwortlich aus unserer Sicht. Und was wir NEOS von Anfang an gesagt haben, ist schlicht und einfach eingetreten. Sie haben das Steuergeld während der Pandemie mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen. 47 Milliarden Euro. 47 Milliarden Euro. Und in 2 Jahren ist es nicht gelungen, das Ganze transparent abzuwickeln, sage nur zu COFAG, und es ist auch nicht gelungen, die Wirtschaftshilfen, die natürlich notwendig waren, weil natürlich musste man manchen durch die Krise helfen, das ist ganz klar, vor allem, wenn man jemanden das Geschäft schließt. Aber dass man sich nachher anschaut, welche Maßnahmen denn treffsicher waren, also dass man die Wirtschaftshilfen analysiert und evaluiert, das ist bis heute nicht passiert. Weitermachen wie bisher, das können Sie offenbar. Und lieber Herr Finanzminister, liebe ÖVP, ich bin seit 20 Jahren in der Wirtschaft. Seit 20 Jahren arbeite ich international. Und nur weil man mehr Geld ausgibt, heißt das nicht, dass das gut ist. Das Geld wächst nicht auf den Bäumen, es ist auch nicht abgeschafft. Das ist Geld der Steuerzahler. Und ich finde es wirklich eine Chrupze, sich hierher zu stellen und zu sagen, Sie gehen sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler um. Und wenn Ihnen das nicht zu denken gibt, dann müsste Ihnen doch ein wenig zu denken geben, dass sogar die SPÖ sagt, ich finde es auch interessant, aber sogar die SPÖ stellt sich hin und sagt, hier wird viel zu viel Geld ausgegeben. Also wenn die SPÖ das schon mal sagt, dann müsste man doch zumindest ein bisschen in sich gehen und sagen, da ist doch wohl Feuer am Dach. Und ja, wir Menschen, wir NEOS werden die Menschen nie vergessen. Wir werden auch die Unternehmen nicht vergessen. Wir werden vor allem auch nicht die vergessen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Natürlich müssen hier Hilfen ausbezahlt werden, aber eben treffsicher. Es muss jetzt einfach Schluss sein mit dieser Vollkasko-Mentalität, mit dieser Vollkasko-Politik, die Sie hier machen. Steuergelder einfach hinauszuwerfen mit der Gießkanne, das ist nicht nachhaltig und so kann es nicht weitergehen. Und ich weiß ja tatsächlich nicht, ist es Hilflosigkeit, ist es Visionslosigkeit oder ist es einfach die große Sorge vor dem Verlust der Wählerstimmen, dass man hier versucht, mit Steuergeldern Wählerstimmen zurückzukaufen. Ich weiß es nicht, was es ist und was ich weiß ist, dass es verantwortungslos ist und dass es auf dem Rücken der Jungen passiert und das kann nicht sein und wir NEOS machen da nicht mit. Und jeder Euro, den wir jetzt für Zinsen ausgeben müssen, und Sie wissen, wie rasant sich die Kosten hier erhöhen, der fehlt uns einfach für Zukunftsinvestitionen. Bildung, Kinderbetreuung, Klimaschutz, all das hat überhaupt keinen Platz mehr. Und hier bräuchten wir einfach Spielräume für die Zukunft, aber das wird sich wohl nicht mehr ausgehen. Wir hören, dass Universitäten über Personalstopps reden. Das ist fatal in einem Land wie Österreich. Das kann es nicht sein. Und ich weiß, es will keiner mehr hören, aber was fehlt in diesem Land, ist das harte Arbeiten an den Reformen. Da hören wir wenig. Und ich sage nur Stichwort Föderalismus. Da wird viel zu viel Geld
unsinnig ausgegeben. Sie schaffen es einfach nicht, den Finanzausgleich zu entflechten. Und das wäre ein Gebot der ersten Stunde. Weil es ist nicht nur Steuergeldverschwendung, es ist vor allem auch gefährlich. Es ist gefährlich, das haben wir in der Pandemie gesehen. Und es ist auch jetzt gefährlich. Denn wenn wir uns jetzt hinstellen und unseren Ausbau der Erneuerbaren ausschauen, dann Ausbau der erneuerbaren Energie, das ist doch das Wichtigste und das Großartigste, was wir im Augenblick machen könnten, um diese elende Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Das wäre das Wichtigste, was Sie auf Ihrer Agenda haben sollten. Ja, Sie sagen ja, aber Sie lassen sich von den Landesfürsten, mit Verlaub, am Nasenring durchs Dorf ziehen. Die richten Ihnen über die Medien einfach aus, naja, bei mir wird es keine Windräder mehr geben, ups, das gefällt uns nämlich nicht, oder Photovoltaik, nein, also bei uns, also Photovoltaik brauchen wir überhaupt nicht in diesem Bundesland. Also ganz im Ernst, das kann es ja wohl nicht sein, und dann stehen Sie natürlich alle in der ersten Reihe, wenn es um einen Finanzausgleich geht. Deswegen brauchen wir eine Föderalismusreform ganz dringend in diesem Land. Wir brauchen eine Pensionsreform. Jeder dritte Euro von unserem Budget geht in die Pensionen. Jeder dritte Euro. In der Schweiz arbeiten die Menschen bis 66, da ist das zumutbar. In Österreich hört das auf, ein bisschen über 60 Jahren. Hier müssen sie unglaublich schnell ins Tun kommen. Und wenn wir schon von der Schweiz reden, die Schweiz gibt fast 17% von ihrem Budget für die Bildung aus. In Österreich ist es sehr viel unter 10%. Und wenn der ehemalige Finanzminister Hannes Andrusch recht hat, dann ist das Budget das Schicksalsbuch der Nation. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass dieses Budget ein schwerer Schicksalsschlag für die Zukunft Österreichs ist. Vielen Dank. Das Budget zeugt nicht von einem sorgsamen Umgang mit Steuergeld. Die enorme Steigerung der Staatsschulden ist unverantwortlich, sagt die pinke Budgetsprecherin Karin Doppelbauer.